Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play The Heathering, die Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs und den Krieg mit Isengard. Woo! Die Klausuren sind endlich vorbei. Lief soweit, glaube ich, ganz okay. Eine musste ich schieben. Spielt aber jetzt alles keine Rolle. Mein Zimmer hier im Ringkrieg. Und ich mache jetzt weiter. Ich hatte heute meine letzte Klausur und es geht sofort weiter mit YouTube. Das könnt ihr mal. Passion, man, ja, ich bin voll dabei. Volle Kanne, 100%. Soweit es halt geht. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wie auch immer das passieren kann. Aber es ging los. Ich habe damit begonnen. Boah, 6 Ballisten. Ne, so viele braucht man da nicht, oder? Jawohl. Na, weiß ich nicht. Soll ich so tauschen? Ja, so ist gut. Jetzt haben wir 3 Ballisten. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, ich lasse es jetzt so. Ist egal. Muss nicht dingselig sein. Moment mal. Die sind ausgerüstet. Oh, nice. Huhu, hier werde ich alles kaputt pflücken. Einer kann auch da hoch. Ja, was ich eigentlich euch erzählen wollte. Lauscher aufgesperrt. Jetzt lasst mich nur kurz gucken. Ich weiß, das ist immer extrem blöd. Ja, genau. Ich muss noch umschalten. Ist kein Problem. Ich vergesse das nur immer die ganze Zeit, dass ich das tun muss. Ja, ja, wie gesagt, ich bin arm, ich habe keinen Platz, ich habe nur einen Monitor und ihr kennt die Leier. Was ich allerdings wirklich sagen wollte, bevor ich jetzt... Na Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Der hat hier eine kleine Armee. Wo will ich ihn hin? Ich sollte mir erst... Das Problem ist, ich bin halt voll in der Mitte von Mittelerde. Also im Zentrum Mittelerdes. Alle Gegner um mich rum. Es wird sehr anstrengend, eine dieser Partien auszumerzen. Wie ich das am geschicktesten mache, weiß ich noch nicht. Ich könnte hier runter gehen, weil Mordor hat nicht viel, ne? Und ich glaube, das mache ich auch, dass ich erst nach Mordor einmarschiere, also Richtung Mordor. Und die bleiben da, zusammen mit noch einer Arrow-Schützeneinheit. Genau, der bleibt hier, das müsste verteidigbar sein, ja. Und dann rennen wir hier rein und da rein und dann sehen wir schon. Okay. Mein Projekt ist angelaufen. Das Community-Projekt. Heathering Schlacht Mittelerde 2 Community Clash. Wenn ihr es noch nicht... Ah, das sind 2 Gegner. Da greifen wir an. Da kann ich gut zu reden. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Infovideo. Es ist draußen. Wenn ihr also mit mir zusammen, oder besser gesagt gegen mich, Herr der Ringe spielen wollt. Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Patch 2.01, EA, nicht Edain, nicht Edain. Dann habt ihr jetzt die Chance. Okay, schaut euch das Infovideo an. Und ich meine das ernst, schaut es euch wirklich an. Wenn ihr dabei sein wollt, ihr habt jetzt die Chance. Ich probiere das einmalig aus und wenn es sehr gut läuft, mache ich es nochmal. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wieso ich das jetzt hier nochmal anspreche, natürlich zum ersten einmal Werbung, ist klar. Aber ebenfalls, ich habe derzeit bloß 4 Spieler, die mitspielen wollen. Auf Dauer ist es ein bisschen wenig. Vor allem, wenn diese Leute, die jetzt sich angemeldet haben, nicht jeden zweiten Samstag können und oder wollen. Ist ja auch in Ordnung, ne? Real Life geht vor. Ist so. Von dem her... Ah, da habe ich perfekt die Nicht-Ausgerüsteten rausgetan. Ist ja perfekt. Von dem her die Frage, wer will mitspielen? Schaut's euch bitte wirklich, wenn ihr Interesse habt. Ich meine, selbst wenn ihr nicht mitspielen wollt, schaut's euch vielleicht trotzdem... das Infovideo an. Weil vielleicht wollt ihr ja auch zuschauen und habt Spaß daran.
Und dann ist das auch in Ordnung. Ja, das war nicht schwer. So, ich hoffe mal, die schaffen das. So. Viel muss ich jetzt hier nicht machen. Ah, doch, ein bisschen ausbilden wäre nicht schlecht. Ein bisschen was wäre nicht schlecht. Aber das müsste gut gehen. Na komm. So, und es geht los am 11.3. Also sehr bald fängt die erste Runde an. Und ihr könnt euch jederzeit anmelden oder abmelden, wie ihr wollt. Da besteht wenig Verpflichtung. Ich mache das ja auch bloß für euch, ne? Also für alle, die da zuschauen oder auch spielen wollen, für die mache ich das. Wenn ich allerdings dann merken sollte, jetzt ich probiere es erstmal aus, bevor ich hier schon wieder Schwarzmalerei betreibe, ist klar. Aber wenn ich merken sollte, da gibt's doch nicht so viel Zulauf, wie ich mir erhofft hatte, oder es kommt nicht so gut an, oder es mag keiner, dann stelle ich es wieder ein, warte auf mehr Leute und probiere es dann vielleicht nochmal. Aber jetzt schauen wir erstmal, vielleicht wird das ja doch ein Riesenerfolg. Und ich sag's ganz ehrlich, je mehr Leute da mitmachen, desto cooler wird's. Ihr könnt euch dann gegenseitig austauschen, also miteinander halt. Tötet's mal. Na, geht's mal hier und dann darüber. So. Und bauen wir hier eine Festung hin. Einfach weil ich es kann. Du nimmst es ein. Schürt die Feuer an. Ah, noch nicht. Wollen wir nicht. So. Genau. So. Müsste passen. Der Lurz läuft hier rum. Sehr schön. Na also. So, jetzt Türmchen. Ist auf einmal mal so schlecht. So, dann hau den mal weg. Der ist ja Stufe 1. Lang dürfte der das nicht machen. Boah, hat aber gut Schaden gemacht. Also schlecht war das nicht, aber der Blutrausch ist schon sehr stark. Boah, das Blutbad. So. Bauen wir hier noch was auf. Genau. Die Ballisten. Ah ja, da unten. Aha. Interessant. So. Also die Festung müsste hier ganz gut stehen. Das sollte nicht zu Problemen führen. Auch dass er hier einen Schmelzofen angreift, dürfte nicht allzu problematisch sein. Ist halt so. Ah, ist egal. So. Ja, darf er, ist kein Thema. Mach nichts. So, einen haben wir schon zerschmettert. Obwohl, gehen wir so lang. Ach, da unten steht er ja. So. Ballistenerweiterung, weil ich's kann. Dann bauen wir den Schmelzöfen wieder auf. Das passt so schon. Haltet euer Werkzeug bereit. Zurück an die Arbeit. Ihr werdet
Das wäre natürlich doof, wenn sie das jetzt zerstören täten. Weil ich es gerade eben erst am Bauen bin. Ja, da muss ich abreißen. Schon wieder der Schmelzofen. Das nervt. Vielleicht bauen wir doch erstmal so zwei Pfeiltürme hier. Dann schwächen wir die Gegner mal ein bisschen. Ja, und hier sterben sie halt komplett weg. Ne? Wo auch immer die Ballisten sind. Was sind die denn? Na, da unten. Nee, das passt. Müsste ich gewinnen. Ohne Riesenprobleme. Ja. Wo ist denn der Lurz? Der rennt da mal wieder mit dem Blutbad rein. Aber die Festung hält das eh nicht aus. So, Lurz. Oh, der haut auf die Festung drauf. Schaut euch den Schaden an. Sehr abartig. GG. Sieht doch gut aus. Haben wir gewonnen? Noch nicht ganz. Da unten. Da haben sie noch was. So. Ja, das war's. Komm. Der Turm rettet dich jetzt auch nicht mehr. Wir sind tot. Das war's. GG. 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 Das konnte sich auch sehen lassen. So, Phase kann ich noch nicht beenden. Da fehlt noch ein bisschen was. Genau, hier oben muss ich doch kämpfen. Gegen drei Gegner. Pff, Respekt, ne? Ob der Saruman das schafft. Hat der ausgerüstete Einheiten? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. So, Zeit für ein Codewort, ha? Huh? Was nehmen wir da? Ich glaube, wir nehmen... Ich glaube, ich hatte es schon mal. Aber ich nehme es jetzt trotzdem, weil mir nichts Besseres einfällt. Codewort ist einer der beiden Türme. Und zwar müsste das Sarumans Turm sein, Ortank, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, er heißt so. Ich kann mal wieder mit sehr begrenztem... Ah, ich mag Saruman. Ist einfach ein cooler Held. Anti-Held, also, ist ja schon... Nee, ist nicht ausgerüstet, okay. Aha, aha. Ja, Ortank müsste sein, müsste sein Turm sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wie auch immer. Der Sieg ist nahe. Doch, der hat sehr, sehr gute Zitate hier bekommen. Sklaven meines Willens. Wir haben viel zu tun. Das Arbeiten ist fertig. Wartet, da kann man nichts bauen. So. Arbeitet an eure Beute fertiggestellt. Dann schauen wir mal. Das nehmen wir ein. Das nehmen wir ein. Dann rennen wir da runter und dann da hoch. Ich weiß, dass es geht. Ah, nein. Okay. Hab sie schon gefunden. Waldläufer. Na, der haut gut rein. Boah, der hat mir da alles zerbrezelt. Nicht cool. Nicht cool. So. Aber wenn ich den Vorposten halte, müsste ich ganz gut dastehen. Da unten ist der Gegner. Aha, Dunländer. Ihr verfolgt die mal. Na, ich muss zurück. Der Gegner ist hier so durchgekommen. Wie auch immer er das geschafft hat. Aber der Saruman muss nicht hinterherrennen. Das muss jetzt nicht zwingend sein. Perfekt. Ja.
Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Habe ich jetzt nicht so gut hingekriegt. Aber okay, ja, toll. So, gleich wieder einnehmen. Oh, das Sägewerk haben sie mir auch zerballert. Das ist ja ganz toll. Und die Elben machen ja dauernd einen auf, ich bin unsichtbar. Ist ja nervig. Ja, vergrößert. Ah, da ist Kankra. Ach, du große Güte. Ich glaube, ich baue jetzt hier meinen Turm. So, ihr gehört jetzt mal zu mir. Sieht nicht so gut aus gerade, ne? Ja, nee, der Saruman, der wird das nicht packen. Keine Chance. Der ist da ein bisschen limitiert. Nee, das geht mal auf, das hat so keinen Wert mehr. Zu viele Gegner. Ja, die waren auf allen drei Seiten, da hat der da. Was willst du denn da machen, ne? Es war dann unausgerüstet mit wenig, ah, war nicht so gut. Aber es ist klar, dass ich nicht alle Schlachten gewinnen kann auf einmal. Das ist logisch. Also, der zieht sich zurück. Ich bin mal eh sehr gespannt, wie das läuft. Da bin ich mal wirklich gespannt. Aber das sehen wir dann schon mit der Zeit, ne? Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut! Thank you.